Ein wichtiger Punkt in der Metrologie für die digitale Transformation ist QI Digital, also die Qualitätsinfrastruktur als Vertrauensanker in der digitalen Transformation. Bevor wir uns über die Qualitätsinfrastruktur unterhalten, müssen wir natürlich erst einmal klären, was der Begriff Qualität überhaupt bedeutet. Und in DIN EN ISO 9000 wird es definiert als der Grad, in dem ein Satz inhärenter Merkmale eines Objektes Anforderungen erfüllt. Das heißt, Qualität ist das Ausmaß, in dem Anforderungen erfüllt werden, die Kunden und andere interessierte Parteien stellen. Die Qualitätsinfrastruktur wiederum ist ein System, das Organisationen, Politik, relevante rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen und Verfahrensweisen umfasst, die zur Unterstützung und Verbesserung der Qualität, Sicherheit und Umweltverträglichkeit erforderlich sind. Wichtig: Die Qualitätsinfrastruktur basiert auf den Elementen Metrologie, Normung, Akkreditierung, Konformitätsbewertung und Marktüberwachung. Sie stellt damit ein komplexes System aus ineinandergreifenden Stellen und Zuständigkeiten dar. Wir haben die Metrologie mit den Metrologieinstituten, die nationalen Normorganisationen und ihre internationalen Counterparts. Wir haben die Akkreditierungsstellen, die Konformitätsbewertung. Und alle dienen dazu, die Konformität von Produkten und Dienstleistungen sicherzustellen gegenüber Anforderungen, die aus der Gesellschaft kommen, also zum Beispiel aus der Regelsetzung, aus der Industrie, Verbänden oder Politik. In der digitalen Transformation sind diese Stellen und ihre Kommunikation untereinander vor viele Herausforderungen gestellt. So müssen Standards für digitale Zwillinge und digitale Einheitendarstellungen in der Metrologie und den Normorganisationen abgestimmt werden. Die Normorganisationen selbst entwickeln maschinenlesbare Standards und Richtlinien. Maschinenlesbare Zertifikate in der Konformitätsbewertung, Prüfung, Kalibrierung und so weiter finden zunehmend Eingang. Und für die Produkte und Dienstleistungen müssen effiziente Bearbeitung und Berücksichtigung neuer Schutzziele ermöglicht werden. Und alles, um dann Vertrauen in innovative Produkte und Dienstleistungen in der Gesellschaft erreichen zu können. Die einzelnen Akteure, die einzelnen Stellen der Qualitätsinfrastruktur sind individuell schon sehr aktiv bei der digitalen Transformation. So haben sie alle bereits erste Projekte und Vorhaben umgesetzt, wie zum Beispiel die PTB, eine Metrology Cloud, das digitale Kalibrierzertifikat, die E-Services und viele andere. In ähnlicher Weise sind natürlich auch die anderen Stellen der QI aktiv. Und das Ziel von QI Digital ist es, diese Aktivitäten zu bündeln, interoperabel zu machen und zum Beispiel in einer QI-Plattform zu vereinen und für andere verfügbar und zugreifbar zu machen. Die PTB ist da ganz konkret an folgenden Stellen aktiv. Zum einen beim DCOCM, dem digitalen Zertifikat für die Konformitätsbewertung in der Metrologie. Bei der Qualitätssicherung für additive Fertigung, für die ein Kompetenzzentrum 3D-Druck entwickelt werden soll, als Testumgebung für additive Prozessketten und vor allem besonders gerichtet an kleine und mittelständische Unternehmen. Für KI in der Medizin, in der ein umfangreiches PTB-Kompetenzcluster mit 10 bis 20 Personen aufgebaut werden soll, und mit dem die PTB ihren Anforderungen, ihren Aufgaben in der Prüfung und in der Zuarbeit für die Prüfung von Medizinprodukten gerecht werden wird. Außerdem erweitern wir unsere Metrology Cloud, ein Pilotprojekt der PTB, für das Sie auch ein anderes Video sich anschauen können, für genauere Informationen. Wir erweitern diese Metrology Cloud zu einer QI Cloud, also einer Cloud-Infrastruktur, die es ermöglichen soll, die Prozesse in der Qualitätsinfrastruktur digital zu transformieren und damit auch effizienter und schlanker zu machen. Das heißt, diese Einzelprojekte der PTB werden alle in QI Digital verzahnt werden mit den entsprechenden Projekten und Vorhaben der anderen QI-Akteure und sukzessive verzahnt werden mit den Aktivitäten der
Prüfstellen, Kalibrierlaboratorien, Marktüberwachung der Industrie, in Politik und anderen Bereichen.